Hier kommen auf jeden Fall, alter Schwede, da kommen gut Passagiere an. Und so ungefähr 100... Moment, gibt es da nicht irgendwie Statistiken? Züge, Flugzeuge. 138 Passagiere pro Tag. Okay. Ist das jetzt nur hier momentan? Ja, es ist Durchschnitt also. Okay. Ja, jetzt macht es auf einmal 7200 Gewinn durch den Bahnhof. Okay. Es ist ein bisschen unlogisch, dass die, aber wahrscheinlich können sich die alle keine Flugzeuge leisten oder keine Flüge leisten oder sowas. Ja, die will auch schon wieder was von mir. Von mir aus, ich nehme jetzt die ganzen Quests einfach mal an, dass sie mich nicht ständig nerven. Weil das ist echt der Wahnsinn. Habe ich hier überhaupt schon Rathaus? Ja, habe ich. Hab mich schon gewundert. Oh, 73.000. What the hell? Ach, dammit, das kann ich hier... Muss ich die mal abreißen wieder. Weil ich hier diese Verbrennungsanlage bauen muss, weil sonst nimmt das alles ein bisschen überhand. Ach, jetzt. Oh, jetzt ist da was im Weg. Ach, Mann. Entschuldigung. Mein Plan wurde vereitelt. Weil ich jetzt einfach mal kurz mal was anders mache hier. Moment. Diese Kläranlage muss verlegt werden, weil ich hier hinten mehr Platz brauche. Und zwar will ich die mal schauen. Hier wird sie wahrscheinlich nicht reinpassen, oder? Mal schauen. Nein, hier passt sie nicht hin. Okay. Dann baue ich mal hier die Straße lang. Die parallele Straße. Wobei, so ganz so parallel muss die nicht unbedingt sein. Dann kann ich hier nämlich die Kläranlage hinbauen. Mit genügend Ausbaupotenzial hier drum. Und die Müllstation, what the fuck, kommt hier hin. Dann habe ich hier auch noch Platz für dieses Ding. So. Läuft. Wobei ich auch mal kurz was mache. Denn hier hinten ist ja so ein dezenter Stau. So. Das war das. Jetzt ist ja der Stau auch weniger. What the hell ist hier los? Was sind das für alles für Taxis? Ach, die wollen in die Spielhalle. Das sind... Oh, die Herkunftsspielhalle. Von... Ach so, die kommen alle mit dem Taxi und fahren dann wieder mit dem Taxi. Okay. Gut zu wissen. Hier hinten kommt dann auch noch ein Bahnhof hin für diese Spielhallen. Aber erstmal noch nicht. Wobei ich gerade mich frage, wo ich da Plätze hätte. Ach, hier hinten könnte ich noch. Ja, das könnte ich eigentlich mal machen. Moment. So, da kommt dann da hinten ein Bahnhof hin. Dann freuen sich die. Beziehungsweise, ja, hier hinten kommt er dann hin. Ja, würde ich schon sagen. Direkt an die Spielhalle ran. Können die zu Fuß rüberlatschen, direkt die Leutchen. Und dann sollte die Spielhalle laut meiner Logik zumindest noch mehr verdienen. Wobei das ja bei SimCity mit Logik immer so eine Sache ist. Dum. Ich schaue jetzt dann auch gleich mal wieder in die anderen Städte. Dass wir die erstens mal benennen und zweitens die auch mal wieder besuchen. So, hallo Bahnhof. Und dann kommt nämlich hier erstmal eine Straße lang. Ich hätte sie trotzdem gerne möglichst parallel, wobei das wahrscheinlich wieder nicht gehen wird. Dann machen wir sie halt so. Machen wir sie halt ein bisschen schief. Macht ja auch nichts. So. Alter Schwede, ist hier ein Stau. What the hell? Ja gut, hier ist auch schon wieder... Ja, das mit dem Verkehrssystem ist echt bescheuert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit den Staus hier. Vor allem, weil das ja, wenn hier Stau ist, auch da drüben die Stadt betrifft. Weil die natürlich nicht mehr so gut durchkommen. Oh, der Bahnverkehr läuft gut hier. Freut mich. Ist natürlich jetzt blöd mit der einen Straße, die da sich verteilt dann, aber naja. Es geht schon, würde ich sagen. Ich glaube, dass ich das auch ein bisschen irgendwas könnte, wenn ich das mal anders mache mit dem Verkehrssystem. Entschuldigung, war nicht meine Absicht. Und zwar will ich das jetzt mal kurz ändern. Oh, nee, da steht die Klinik rum. Das ist nicht gut. Da muss ich dann später mal eine andere Lösung finden für. Und zwar würde ich hier gerne eine große Kreuzung machen. Allerdings wird hier nur rechts abgebogen auf die große Straße. Nee, wobei, da mache ich so eine Kreuzung. Einfach mal. So, da bin ich wieder. Danke, liebes EA, dass das Spiel so unheimlich stabil läuft und gerade überhaupt nicht abgeschmiert ist oder so. Nee,
Hatte ich aber auch noch nie, dass das Spiel selber abgeschmiert ist. Normalerweise schmieren wir immer die Server ab, aber naja. So viel ist ja Gott sei Dank nicht weg. Das ist wiederum der Vorteil an Online-Speicherung, ne? Also muss man schon zugeben, das hat schon auch seine Vorteile. Weil wenn das jetzt alles hier ständig irgendwo online abgelegt wird, ist natürlich der Verlust geringer, wenn man hier... wenn das Spiel mal abschmieren sollte, aus unerfindlichen Gründen. Das ist schon, also man muss es auch schon mal so sehen, ne? Ich bin überhaupt kein Befürworter von Online-Zwang, um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen. Aber so da ist, in dem der Beziehung ist es schon nicht schlecht. Deswegen habe ich jetzt zumindest mal nicht so viel verloren wie gerade. Wie sonst, wenn ich jetzt nicht gespeichert hätte. Ja, normalerweise ist es ja dann immer so, wenn so ein Spiel abschmiert, hier wie bei SimCity, und dann ist einfach mal die Stunde Arbeit, die man reingesteckt hat, weg. Ich weiß auch gerade nicht, was das Spiel jetzt gegen die Straße da hatte, die ich bauen wollte. Ich probiere jetzt nochmal, ob das unter Straße lag oder ob das einfach nur random abgestürzt ist gerade. Let's see. Nö, es ist einfach random abgestürzt. Okay. Das ist gut zu wissen. Entschuldigung, dass ich jetzt die ganzen Dinger hier abreiße, aber das macht jetzt mal nichts. Für ein gutes für ein ausgebessertes Verkehrssystem sollte das ja... Nein! Nein, nicht gut. Okay, hier muss ich mir was überlegen mit der Klinik. Die muss ich mal verlegen. Die muss ich leider jetzt verlegen. Genauso wie die Feuerwache. Was ist das denn? Ach so, Konsumat. Ach, ein Outlet-Shop. Cool. Jetzt muss ich mal schauen. Die Klinik. Muss jetzt die verlege ich am besten hier hinten hin. So, dann wollen wir die erstmal abreißen. Patienten da drin und mal. Macht nichts. Jetzt muss ich mir aber kurz einen Kredit aufnehmen. So, 50.000er Kredit. Wobei ich jetzt erstmal den hier abzahle. So, da kann ich nämlich die Feuerwache auch verlegen. Gleich mit in einem Rutsch hier. Die verlege ich mal hier oben rauf. So, Moment. Dann die gleich ausbauen, weil die ja sowieso gebraucht wird. Oh, keine Simoleons mehr. Okay. Dann später weiter ausbauen. Erstmal Straße. Muss ja auch sein. Boah, ich hab heute so ein gutes Deutsch. Das ist ja fast schon... Das ist ja fast schon ne? Und so. Intellektuell ist das ja schon fast. Ist also jetzt nicht ernst gemeint. Nicht, dass es einer meint. Nicht, dass mich jetzt einer deabonniert, weil er meint, ich bin doof. Nee, ganz doof bin ich nicht, auch wenn ich manchmal mich so anstelle. Das war jetzt übrigens kein deutscher Satz. Entschuldigung. So, die Pozilei ist ein bisschen überlastet. Und will irgendwie ständig was von mir. Ich will nicht ständig das Ding bearbeiten. Meine ich was? Ich weiß, wie das geht. WTF. Oh. Ah, hier hinten ist eine Umkehrstelle unfreiwillig entstanden. Durch diesen Bug hier. Ah ja, das ist ja cool. Moment. Wenn ich das hier abreiße. Nee, dann wird die Spieler planiert. Das ist nicht gut. Wenn ich hier jetzt... Hier ist eine unfreiwillige Umkehrstelle entstanden. Ah ja. Würde ich jetzt mal ausprobieren. Dann sieht das nicht mehr ganz so bescheuert aus. Fahren die hier rein? Nee, die fahren hier nicht rein. Okay, dann lasse ich das mal so, dann sieht das hier nicht ganz so bescheuert aus mit dem Riss in der Straße. Müllwagen aus Schlack versuchen New Vegas freizuhalten vor allem. Sauber zu halten. Gut zu wissen. Ach ja, ich wollte ja da was bauen, ne? Oder da hatten wir ja was gebaut. Das hat uns nur leider der Absturz ein bisschen vernichtet. So. Jetzt aber darf ich endlich mal hier weiterspielen, hoffentlich. Hallo Spiel. What the fuck? Achso, das möchte hier eine... Nee, will ich eigentlich jetzt nicht. Will ich eigentlich so haben. Sieht jetzt zwar dezent hässlich aus, aber naja. Das macht jetzt mal nichts. Hinten könnten eigentlich Commercials hin, ne? Hier ist ja ein Bahnhof, die sollten ja eigentlich recht gut laufen dann. Zumindest in meiner Welt. Wobei das ja immer so eine Sache ist. Oh, kein Geld mehr. Natürlich. Aber jetzt haben wir zumindest unseren Müllabfuhrdienst mal selber übernommen. Oh, it's burning! Nose! It's burning! Und der Stau ist nicht ganz so... Alter Schwede, was zur Hölle? Okay, die fahren da doch rein.
Dann muss ich das lassen. Dann muss der Riss in der Straße bleiben. Sorry. Ach du Heilige. Aber der Stau... Weiß gar nicht, wird... Alter Schwede, was geht denn hier ab? Ja, diese Kreuzung hier in der Mitte ist natürlich sehr suboptimal gebaut, glaube ich. Die ist natürlich ein großer Staupunkt hier. Alter, was zur Hölle? Da ist ja direkt ein bisschen Party hier. Moment, war auf normale Geschwindigkeit. Okay, ja. Hier ist dezente Party. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich könnte eigentlich mal... Da muss jetzt der Wasserturm wieder weg. Das tut mir jetzt unheimlich leid. Aber mein Gott, that's life. Da kann er gleich wieder hin da. Wobei ich wahrscheinlich sowieso früher oder später so eine Pumping Station bauen werde. Die ich hier oben hinsetzen würde gern, aber ich muss da dafür das Kraftwerk verlegen. Kommt das eigentlich noch klar hier? Ja. Das kommt noch gut klar. Und das bringt ja noch nichts, solange ich diese anderen... Wobei ich das eigentlich mal bauen könnte schon mal, oder? Oder baue ich das oder versorge ich die Stadt lieber anderweitig? Ich baue jetzt hier... Moment, wie viel kostet das denn im Aufbau? 40.000 plus das. Ja, okay, da muss ich noch einmal warten kurz, bis ich wieder Geld habe. Da kann ich das eigentlich auch gleich ausbauen, glaube ich. Ich warte noch eine Stunde, damit ich genügend Geld habe, dass ich das sofort auf die volle Stärke ausbauen kann. Ach du heilige Scheiße, was ist denn jetzt hier los? Aber ich glaube, das war nicht ganz so schlecht, diese Straße hier reinzubauen. Weil jetzt müssen sich die Leute, die von hier kommen, nicht noch auch noch hier auf zwei Spuren verengen. Wobei das sich irgendwie falsch anhört. Und das ist ganz praktisch, glaube ich. So. Kraftwerk, du kommst jetzt weg. Entschuldigung. Müssen wir die regenerativen Energien mal ein bisschen sprengen. Hallo? Ach, da ist noch eine Straße. Kommt die doch erstmal weg. Oh, verlassene Gebäude und Trümmer in der Stadt. Wut, was ist da denn los? Was sind denn hier Trümmer? Ach, da hinten. Ach, der. Der ist abgebrannt. Na toll. Wenn die Feuerwehr wieder nicht schnell genug ist, ne? Kommen immer so Sachen. Kommen immer so böse Sachen raus da. So. Das Ding jetzt abreißen. Schild ist ganz wichtig. Wahrscheinlich kann ich mir jetzt wegen den 200 da die Punkte nicht mehr leisten. Oh, die kostet 20.000. Huch. Sorry. I have to take a credit. And my English is very good. Yes. So, das war's. Haben wir das wieder. Und dann haben wir erstmal kein Geld mehr. Auch cool. Aber ich glaube, das Ding da hinten macht er jetzt Gewinn. 19.000. Ich bin begeistert. Da müssten die Dinger ja jetzt mehr Gewinn machen eigentlich durch den Bahnhof. Kommen ja einige Leute an jetzt. Jetzt ist natürlich der Reiz auch da, hier hinten hinzufahren, weil hier ein Bahnhof ist. Deswegen ist hier wahrscheinlich ein bisschen mehr Stau jetzt gerade. Aber es geht eigentlich. Was ist denn das? Baufahrzeug. Ah, okay. Ja, es geht eigentlich stautechnisch, oder? Also so extrem ist es noch gar nicht. Wahrscheinlich wird es extremer, sobald die Stadt größer wird, weil die hat ja nur jetzt 30.000 Einwohner oder so. Was heißt oder so? Die hat fast 30. Die hat 300 bis zu 30.000. Ja, nerv mich nicht. Ich weiß, wir haben ein paar tote Sims pro Tag, was auch immer die treiben, dass die 7 Tote pro Tag hinbekommen. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt will ich das auch gar nicht wissen. Oh, zu wenig Simoleons. Na toll. Dafür haben wir jetzt zumindest mal Platz. Die baue ich jetzt gleich mal voll aus hier, das Krankenhaus. Die Klinik, was auch immer. Oh, hier sind aber schon ziemlich viele... Ding hier, also ziemlich viele Einwohner am Start. Das gefällt mir ja. Also ziemlich viele Wohnblöcke und so Sachen. Ist halt eine relativ... Low-Class... Stadt, würde ich jetzt mal sagen. Ihr seht ja hier... Entschuldigung. Grundstückspreiskarte ist halt alles sehr low-class. Ich will es auch gar nicht anders, weil wir die in der Region sowieso brauchen, die low-class-Arbeiter. Weil hier drüben ist ja eigentlich großteils auch high-class hier in dieser Stadt. Großteils. Natürlich ist auch gemischt, aber so großteils kann man sagen, hier drüben ist high-class und hier ist low-class. Der macht jetzt 30.000 Dollar Gewinn. Wie sieht's denn hier aus? Okay, die Terminals werden nicht mal annähernd voll, das ist gut zu wissen. What the hell? 2.000 Passagiere am Tag.
Gut zu wissen. Aber ich baue erstmal die Kliniken aus, bevor ich hier noch einen zweiten Bahnhof in die Gegend schneide.